Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, zum Gottesdienst am 9. Sonntag nach Trinitatis. Wie immer muss ich natürlich auf ein paar Dinge hinweisen, aber ich denke, die Hygienevorschriften sind Ihnen ausreichend bekannt, sodass ich da nicht näher drauf eingehen muss. Singen ist der Gemeinde leider noch nicht erlaubt. Sie haben alle ein Textblatt bekommen, sodass Sie die Texte aber in Gedanken mitlesen können. Das Glaubensbekenntnis und Vater unser können Sie gerne leise mitsprechen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sommer, Sonne, Leichtigkeit. Das ist 2020 gar nicht so leicht. So vieles liegt im Dunkeln. Wir wissen nicht, was werden soll und was uns noch erwartet. Manchmal werden unsere Augen blind für das, was unser Leben schön macht, auch jetzt. Manchen fehlt im Moment der Kontakt zu anderen Menschen. Das kann auf Dauer blind machen. Vielleicht braucht es jemanden, der uns die Augen öffnet für das Schöne, für die anderen. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst. Gottes Güte und Barmherzigkeit sind groß, aber unsere Herzen sind klein und eng. Und oft glauben wir der Dunkelheit mehr
als dem Licht. Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Christus, Licht der Welt, sende deinen Schein in unsere Dunkelheit, dass wir die Augen öffnen können und einander sehen, wie du uns ansiehst, als Kinder des Lichts. Amen.
hören wir die Schriftlesung aus dem Johannesevangelium, dem 9. Kapitel, die Verse 1 bis 7. Sie ist zugleich unser heutiger Predigttext. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geworden war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geworden ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm: Geh zum Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Lob sei dir, o Christe, Halleluja. Wir bekennen unseren Glauben und sprechen gemeinsam. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, schon als er ganz klein war, hörte er oft, wie seine Mutter weinte. Nachbarinnen kamen und bedauerten sie. So ein Unglück, armer Junge, und ihr hattet euch doch so auf das Kind gefreut. Und er hörte tiefes Seufzen. Einmal, er war etwa 4 Jahre alt, wachte er nachts auf und lauschte der leisen Unterhaltung der Eltern. Es belastet mich so, was soll noch werden mit unserem blinden Kind, sagte der Vater. Ich werde nicht fertig damit, flüsterte die Mutter. Was haben wir nur falsch gemacht, dass Gott uns so straft? Meine Eltern sind traurig, meinetwegen, dachte das Kind. Eine Strafe, das ist schlimm. Er bekam Brüder und Schwestern, die waren gesund und halfen schon bald im Haus und auf dem Feld. Nur er saß in seiner dunklen Welt. Am Anfang fragte er noch oft, was macht ihr gerade? Aber mit der Zeit wurde er stiller. Es brachte ja nichts, er störte doch nur. Und mitmachen konnte er sowieso nicht. Eigentlich war er darum ganz froh, als sein Vater sagte, Josua ist jetzt alt genug, er soll auch seinen Teil zum Unterhalt beitragen. Es wird Zeit, dass er lernt zu betteln. Ab morgen bringe ich ihn in der Frühe vor den Tempel und hole ihn abends wieder ab. Ihm war es recht. Dunkel war es für ihn ohnehin überall und, wer weiß, vielleicht waren seine Eltern ganz froh, ihn tagsüber nicht ständig vor Augen zu haben. So wurden sie nicht dauernd an ihr Unglück erinnert. Er lernte zu betteln. Zunächst war es schwer und es tat weh, zu rufen, habt Erbarmen mit einer Missgeburt. Oder, Gott hat mich blind gemacht, damit ihr ein gutes Werk tun könnt. Zeigt euer Glauben, gebt mir ein Zeichen der Nächstenliebe. Doch er gewöhnte sich dran und bald hörte er nicht mehr auf seine eigene Stimme. Es war wichtiger, auf die Stimmen der Menschen zu hören, die an ihm vorbeigingen. Er wusste bald, wann er etwas zu erwarten hatte. Vom Silbergroschen bis hin zum Fußtritt, vor dem er sich rechtzeitig mit den Händen schützen musste. Er kannte die verschiedenen Reaktionen auf seine Gestalt und nach Jahren berührten sie ihn nicht mehr. Es war wie ein Film, der vor seinen Augen ablief, aber er war blind, konnte ihn nicht sehen. Als eines Tages ein Rabbi mit seinen Söhnen vorbeikam, hörte er von ihnen die übliche Frage. Wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern? Er wusste ja, er war eine Strafe Gottes. Die Antwort des Rabbi allerdings ließ ihn kurz aufhorchen. Denn dieser verneinte beide Möglichkeiten und meinte stattdessen, es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Das war eine neue Spitzfindigkeit, wahrscheinlich eine Anspielung auf die Almosen. Er hörte nicht auf die weitere Diskussion. Er hatte schon zu viele davon gehört. So erschrak er, als plötzlich der Rabbi ganz nah an ihn herantrat und er zuckte zusammen, als er ihm etwas auf die Augen schmierte.
Was sollte das jetzt? Aber Böses schien er nicht im Sinn zu haben, jedenfalls tat er ihm nicht weh. Vielleicht wollte er seinen Schülern irgendetwas demonstrieren. Dann geschah etwas Unerwartetes. Der Rabbi sprach ihn an. Das war in den letzten Jahren sehr selten vorgekommen. Meist redeten die Menschen über ihn, höchstens, dass sie ihm mal ein Shalom wünschten. Dieser hier wurde sehr konkret. Geh zum Teich Siloa und wasche dich. Naja, wenn er es sagt, das erdige Geschmiere im Gesicht wollte er sowieso wieder loswerden. Also machte er sich am besten gleich auf den Weg. Unterwegs fragte er sich manchmal, wozu das Ganze? Denn es war beschwerlich, sich voranzutasten, genau hinzuhören, wo er sein könnte und Menschen nach dem Weg zu fragen, sie gar um Begleitung zu bitten. Das hier war etwas anderes als die Routinebettelei vor dem Tempel und er wusste nicht recht, warum er das tat. Aber irgendetwas trieb ihn weiter und er merkte, wie ihm die Kräfte zuwuchsen, je näher er zum Ziel kam. Schon hörte er das Wasser und er freute sich auf die Reinigung und Erfrischung. Wasser hat eine belebende Wirkung, liebe Gemeinde. Für den blinden Josua begann dort am Teich Siloa ein ganz neues, sehendes Leben. Nein, die Geschichte kann nicht aufhören mit dem einfachen Satz, da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Das wäre ein zu einfaches Happy End. Nein, Josuas Geschichte beginnt jetzt erst richtig. Sein Leben wird spannend, seit er sich auf den Weg gemacht hat. Er beginnt zu fragen, sich vorzuwagen, er traut sich endlich zu sich selbst zu stehen. Als die Nachbarn sich untereinander unterhalten, ob er der ehemalige Bettler sei, da ergreift er tatsächlich selbst das Wort und sagt Entscheidendes: Ich bin's. Plötzlich traut er sich in dem Film mitzuspielen, der früher ohne ihn an ihm vorbeilief. Er beansprucht eine Rolle in dieser Welt. In aller Schlichtheit zunächst, mit einfachen, fast neutralen Worten. Der Mensch, der Jesus heißt, macht einen Brei und strich ihn auf meine Augen und sprach: Geh zum Teich Siloa und wasche dich. Ich ging hin und wusch mich und wurde sehend. Kein Wort von einem Wunder oder begeisterter Verkündigung des Gottessohnes. Vielleicht, liebe Gemeinde, sind wir da viel zu schnell mit unseren Deutungen und Erwartungen. Im Johannesevangelium ist vielmehr die spannende Frage: Wer ist der Mensch, der Jesus heißt? Viele, viele Verse schließen sich an die kurze Wunderbeschreibung an, in denen um diese Frage gestritten wird. Die Nachbarn, die Pharisäer, die Juden diskutieren, Argumente und Zeugen werden herangezogen, es zieht weite Kreise. Josuas Eltern versuchen sich herauszuhalten, das ist nicht unsere Geschichte. Und immer wieder ist auch Josua gefragt. Deutlich redet er jetzt für sich selbst und sagt, was er zu sagen hat. Ja, er scheint mit jeder Frage näher an seine ganz persönliche Antwort heranzukommen. Schließlich
hält er den Kritikern Jesu einen kleinen Vortrag und kommt dabei zum Schluss: Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Jetzt sieht er also ganz klar, und doch gibt es kein Happy End. Wer sich für Jesus entscheidet, riskiert Konflikte. Das ist die Erfahrung des Johannesevangeliums. Josua wird hinausgestoßen und scheinbar hat ihn seine Vergangenheit eingeholt. Wieder ist er allein, diesmal aber aufgrund seiner lebendigen Überzeugung. Und Jesus lässt ihn nicht allein. Er sucht und findet ihn und gibt sich ihm als der Menschensohn zu erkennen. Jesus kommt mit ihm in Kontakt. Ganz ohne Abstand, FFP3-Maske und Umhang. Mit der bloßen Hand und einem schnell angerührten Brei aus Spucke und Erde. Einfacher geht's nicht. Wenn wir doch auch so einfach ein Heilmittel herstellen könnten. Der blind gewordene Mensch lässt die Berührung zu. Jesus darf die Paste auf die Augen schmieren. Wie ein Augenarzt agiert er am Patienten. Jesus darf dorthin fassen, wo niemand Fremdes einem zu nahe kommen darf. Seine Stimme sagt: Geh und wasch dich. Kein sehr freundliches Jesuwort, mehr so die direkte Art. Von nun an wird er in Josuas Leben die Hauptrolle spielen. Er aber sprach: Ich glaube und bete ihn an. Geh und wasch dich, fühl das frische Wasser auf deinen Augen, fühl dich neu geboren, gehalten, geliebt. Und wer weiß, vielleicht ist das beste Happy End. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Folgendes ist bekannt zu geben: Die Kollekte heute ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Die Kollekte des letzten Gottesdienstes betrug 104,48 Euro. Dafür sei herzlich gedankt. An dieser Stelle möchte ich auch herzlich danken den Sängerinnen und Sängern des Tarnau Kirchenchors unter der Leitung von Kantor Thomas Nüdling, die diesen Gottesdienst musikalisch gestaltet haben. Herzlichen Dank an euch. Gott, in deinem Sohn schenkst du der Welt das Licht, das uns allen neues Leben eröffnet. Mach uns zu Kindern des Lichts, dass wir nicht aneinander vorbeisehen, sondern einander gütig, gerecht und wahrhaftig begegnen,
dass wir einander nicht ängstigen, sondern vertrauen, dass wir dem Leben nicht im Weg stehen, sondern uns daran freuen. Erleuchte unsere Augen, dass wir nicht mehr finster dreinblicken, sondern klar sehen, worum es dir geht. Erleuchte unsere Gedanken, dass wir nicht mehr an starren Schwarz-Weiß-Mustern festhängen, sondern erkennen, deine Treue ist bunt wie der Regenbogen. Erleuchte unsere Herzen, dass die dunklen Winkel uns nicht mehr ängstigen, sondern von deiner Liebe verwandelt werden. Behüte, Herr, die ich dir anbefehle, die mir verbunden sind und mir verwandt. Erhalte sie gesund an Leib und Seele und führe sie an deiner guten Hand. Sie alle, die mir ihr Vertrauen schenken und die mir so viel Gutes schon getan, in Liebe will ich dankbar an sie denken. O Herr, nimm dich in Güte ihrer an. Um manchen Menschen mache ich mir Sorgen und möchte ihm helfen, doch ich kann es nicht. Ich wünschte nur, er wäre bei dir geborgen und fände aus dem Dunkel in dein Licht. Du ließest mir so viele schon begegnen, solang ich lebe, seit ich denken kann. Ich bitte dich, du wollest alles segnen, sei mir und ihnen immer zugetan. Amen.
Gemeinsam beten wir mit Jesu Worten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht in diesen Sonntag und in die folgenden Sommertage mit Gottes Segen. Es segne dich, Gott, der Vater, der dich behütet und dich stärkt, deine Wege zu gehen. Es segne dich, Gott, der Sohn, der dich und das Leben kennt und versteht. Es segne dich, Gott, der Heilige Geist, der dir Mut schenkt und Trost für alles, was vor dir liegt. So segne dich Gott und lenke deinen Schritt auf den Weg des Friedens. Amen.